こだ。行け。Da sind sie. Alter, was war das denn für ein Abfuck-Move? Tja, was zum? So, die erste ist gleich down. Komm, ich mach auf du. Ist was down. Alize macht hier erstmal ernst, ne? Boah, jetzt wird's richtig brutal, ne? Hä? Wie down.
Na, guck mal, wer da kommt. Der, den ich rausgenommen habe. Den werde ich immer rausnehmen, wenn er immer dabei ist. Ich will Alizé an meiner Seite.捕らわれた奴らには使えるだけ中魔法をかけてきた。防衛機構が一旦止まったから合流しに来たんだが、下の階も相当だったけど、ここもすごく嫌な感じ。 濃いエーテルが渦巻いている気がするわ。同感です。おそらくここが塔の心臓部かと。だとすれば見えるわ。地脈から吸い上げられたエーテルが塔の中を走って一点に流れ込んでいる。 この装置が核と見て間違いないはずよ。でも変ね。ゾットの塔はかなりの規模だけれど、そうだとしても吸い上げているエーテルの量が多すぎる。まるで核そのものがエーテルを食らっているかのようだわ。もう少し深くまで見てみないと。 何かが奥に埋め込まれてる。まるで人の足を。おい、それを壊せばいいのか。ええ、お願いしてもいいかしら。 これできっと皆を。ちょっと、何事？この塔そのものが魔法であるならば、核の崩壊とともに消え去るは必定。はあ？下の階で捕まってる人たちどうするのよ。 ここは何が起きたの？位置からしてゾットの塔があった島で間違いないようだね。塔自体は綺麗になくなっているようだが。 怪我らしい怪我はない。これは。
ラハ君がスンデのところで浮遊魔法をかけてくれたみたい。それもとびきり広い範囲にね。道理でこいつらにも外傷がないわけだ。それで魔力を使い果たしたみたいで目を回しちゃってるの。しばらく休ませないといけないけど、命に別状はないわ。となると問題は囚われてた奴らをどうするかだな。どうにか体は守れたが、塔の中でエーテル放射を浴び続けていたんだ。心の方まで無事とはいかないだろう。私がアンジェロで治療してみる。ぜひと言いたいところだが、この人数だ。アリゼ一人じゃ厳しいだろう。エオルゼアから治療用のポークシーを取り寄せて、ラザハンの魔術師たちの力を借りましょう。皆さん、塔が消えたのを見ました。これは一体。脅威は去り、囚われていた皆様も解放されました。されど治療のための場所と人手が必要です。承知しました。今すぐに手配を。まずは彼らをラザハンへ運びましょう。Die befreiten Gefangenen wurden nach Razzatan gebracht, wo sie behandelt werden. Alice und Estola werden versuchen, so viele wie möglich von der Besessenheit zu befreien. Man beordert gerade jeden verfügbaren Heiler in der Stadt, um zu helfen. Du solltest dir aber etwas Ruhe gönnen, Murasaki. Die hast du dir redlich verdient. Du kannst den Turm von Soth auch mit befreundeten NPCs betreten. Öffne dazu Seite an Seite im Hauptmenü unter Spielinhalte. Nice. Inhalt. Ja, Seite an Seite. Okay, die haben sie hochgestuft. Das ist gut. Naja, nicht ganz. Ah, Seite an Seite ist jetzt anders. Man kann halt... Man muss jetzt nicht mehr seine Gruppe... Ah, das ist Hauptszenario und das ist Ruin. Ah, Routineerwerb. Ah, so ist das. Hier kann man nämlich auch jeden wählen. Oder? Na, doch nicht. Hier wurden zwei Charaktere ausgetauscht.
Alles klar, Doc. Dann danke, dass du da warst. Und ja, eine gute Nacht. Hoffentlich klappt's mal wieder mit Final Fantasy. Estinien ist einfach mal, genauso wie Gira hat hier, ist einfach mal Level 81 hier. Estinien. Aber ich würde die halt schon gerne leveln. Das Team, was ich immer... Oh, dann müsste ich aber Alizée auch leveln, ne? Ich find's schade, dass Rin hier nicht mehr dabei ist. Aber dann... Rin wurde einfach ausgetauscht gegen Dings. Ich meine, gerade für Routineerwerb hätten sie es weglassen können. Stimmt, hier war ein normaler Heiler, ne? Ja, ein Gelehrter. Steht Gelehrter. Wir haben Nachricht von Varshan erhalten. Er hat uns gebeten, beim Mega-Duta-Tempel vorbeizuschauen, sobald wir uns etwas erholt haben. Die Heilung der Besessenen, die wir aus dem Turm befreit haben, schreitet gut voran. Und auch die anderen sollten sich nach getaner Arbeit dort versammeln. Geh doch mit Estinien schon mal vor. Ich mache noch einen Abstecher zu Damiers Werk. Die Alchemisten dort kümmern sich um Raha, der sich mit diesem Levitationszauber ja völlig verausgabt hat. Inzwischen dürfte er schon mit allerlei Tinkturen und Tränken vollgepumpt worden sein. Da rette ich ihn besser, bevor er als lebendes Experiment endet. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Stadt. Die Wache an der Brücke sollte uns Einlass gewähren können. Ja, endlich geht's mal. Richtig in die Stadt. Der Turm ist nicht mehr da. Also können wir jetzt richtig nach Razzatan. Da gibt es einen Gegner, Triple Triad. Muss ich mitnehmen. Tut mir leid, Leute. Muss ich mitnehmen. Obwohl, ah nee, komm, machen wir. Mach ich nachher. Bin ja mitten in der Aufnahme auch. Thank you.
Gäste seien getroffen. Ich werde eure Ankunft unverzüglich weitermelden. Bitte verzeiht, dass ich euch nicht persönlich in die Stadt geleiten kann. Ich fürchte, ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Aber wenn ihr den Weg vom Tor des Vasias aus folgt, trefft ihr schon bald auf einen weiteren Wachposten des Himmelsheers. Dort wird man euch sicherlich den Weg zum Megaduta-Tempel weisen können. Willkommen zurück in Razzathan! Ach, ich werde einfach automatisch hingeportet. Immer wenn ich nach Tafnaya gereist bin, habe ich in dieser Stadt Halt gemacht. Das dürfte jetzt mein drittes Mal sein. Aber ich könnte ebenso gut zum ersten Mal hier sein. Die Stadt ist reinste Dickicht aus Straßen, Gassen und kleinen Plätzen. Ohne einen ortskundigen Führer wird man hier schnell verloren. Von daher kannst du ruhig vorausgehen, ich folge dir. Ich sage ja, ich tauge nicht als Stadtführer. Komm mit, Destinien. Willkommen in Razzathan. Razzathan hat auch einen Marktplatz, oder? Oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Das ist was ganz anderes dann hier. Hier gibt es aber auch ein Jagdbrett. Ah, und da müssen wir hin, der Magadu-Tempel. Aber ich würde mal sagen, Eteriten hier, ne? Ah, Moasagibella Sonna, ich habe euch bereits erwartet. Der Magistrat hat die Stadtwachen gebeten, euch den Tempel den Weg zum Tempel zu weisen. Der Megaduta-Tempel steht im Dharma-Bezirk, der sich im höchstgelegenen Bereich der Stadt befindet. Von der darunterliegenden Stadt aus lässt er sich wohl von der Ostseite als auch von der Westseite erreichen. Normalerweise würde ich den Weg über die Ostseite mit dem Bazar empfehlen, aber die meisten Läden sind ohnehin noch nicht geöffnet. Und der Eterit der Stadt ist noch deaktiviert. Deshalb beschreibe ich euch besser die Route über die Westseite. Seht ihr die Treppe zu meiner Rechten dort? Dort, wo die Meteorologin steht, die müsst ihr zunächst erklimmen. Danach folgt noch eine weitere kurze Treppe, über die ihr zu Paxas Pfad gelangt. Jedenfalls kommt ihr an einen kleinen Pfad mit einem großen, bunten Tor. Passiert das Tor und ihr seid an Ruvedas Zwirn angelangt, wo eine Kameradin von mir patrouillieren sollte. Sie wird euch dann erklären, wo ihr entlang müsst. Also einfach immer weiter nach oben, klingt nicht besonders kompliziert. Ich kann mich aber trotzdem... Also der Eterit funktioniert nicht, sagen sie. Der Zettel ist notdürftig am Eteriten befestigt. Vorübergehend außer Betrieb. Ach, leck mich doch, ey. Schlau gemacht. So, was fange ich eigentlich mit den Items an? Haben wir irgendwas, das ist 520 alles. Wir haben keinen Astrologen. Warte mal, das kann ich doch auch zerlegen, oder? Warte mal, Sonderstücke? Tut mir leid, Abenteurerin. Wir vergeben unsere Aufträge nur an vertrauenswürdige Geschäftspartner, wohin das Wunder aus der Wunder hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Das Endgame will mich noch nicht ranlassen, weil es Endgame ist und wir sind noch nicht im Endgame.
Ich habe das Gefühl, die haben diesmal nicht so viele Stücke fürs Spiel geschrieben, weil dieses Lied hört sich genauso an wie das von Schalehahn. Nur verändert. Wir wollen zum Megaduta-Tempel. Nehmt die Treppe dort, die nach Westen führt, und schreitet durch das Tor am Ende. Dort befindet sich auch sich der Luftschlüpf-Landeplatz. Eine der Wachen des Himmelsheers wird euch gewiss den Rest des Weges weisen. Falls ihr einen der Pfade rechts oder links von mir nehmt, gelangt ihr zu den Webereien und Ruvedas Zwirn. Wenn euch nach einem Abstecher ist, nur zu, aber verlauft euch nicht. Ich habe das Gefühl, dass diesmal diese Rollenaufträge zum Endgame gehören. Weil ich habe noch keine gesehen. Vielleicht kommen sie noch. Entschuldigt, aber der Luftschiff-Landeplatz ist doch gesperrt. Kommt wieder, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Scheint wohl noch eine Weile zu dauern, bis sich die Dinge normalisieren. Aber eigentlich wollen wir auch gar nicht mit dem Luftschiff reisen, sondern sind auf dem Weg zur Residenz des Magistrats. Oh, verzeiht. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr zum Tempel kommt, kann ich euch natürlich weiterhelfen. Seht ihr die Treppe hinter mir? Die müsst ihr nur noch hoch. Und schon müsstet ihr den Megaduta-Tempel in einer Entfernung erkennen. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen, wenn ihr immer weiter geradeaus läuft. Jetzt erinnere ich mich. Hier sind wir vorbeigekommen, als uns Warshan zum Sitz des Magistrats geführt hat. Der Tempel war ein Stück weiter die Straße runter. Warshan habt ihr wahrscheinlich auch lieber die Stadt von seiner besten Seite gezeigt, wenn sie nicht gerade im Kriegszustand ist. Normalerweise ist hier richtig was los. Wenn sich die Dinge normalisiert haben, solltest du hier mal bei Gelegenheit vorbeischauen. Razzatan ist ein echtes Erlebnis. Ja, Razzatan ist halt die Endgame-Stadt, ne? Aber es war mir ja schon klar, deswegen können wir da noch nichts machen. Man verläuft sich zwar ständig, aber dabei gibt es auch viel zu entdecken. Exotisches Essen und dergleichen. Vor allem die würzigen Gerichte mit Hamsa-Fleisch sind sehr schmackhaft. Oh ja, indisches Essen. Hier gibt es bestimmt viel Curry oder so. Oh, das hättest du nicht laut bei dem Hamsa-Stall sagen sollen, Estinien. Pah, diese Stadt ist ein einziger Ehegarten, was? Kugane ist da wesentlich angenehmer zu navigieren. Flach wie eine Flunder, und wenn man sich mal verläuft, muss man nur auf eine kleine Anhöhe kraxeln und schon hat man die ganze Stadt wie auf einer Karte vor sich. Nein. Kugane war auch nicht gerade. Ein Stormblood war man ja eigentlich als erstes sofort in der Endgame-Gegend. Oh, dann wird man hier wahrscheinlich wieder den Raid haben, ne? Oder? Muss nicht sein. Den anderen Raid hat man auch nicht hier. Stormblood hatte man den ja in der großen Stadt. Obwohl, es war ja keine Stadt, es war mehr so ein Kriegsgelage. Oh, hallo, wer bist denn du? Willkommen, verehrte Gäste. Was kann ich für euch tun? Wir sind auf Einladung des Magistrats hier, Murasaki Belladonna und Estinien Valenö. Ah, ja, richtig. Der Magistrat hat eure Ankunft bereits angekündigt. Was für eine außerordentliche Ehre. Bitte gestattet mir, euch nach innen zu geleiten.
Eure Freunde sollten ebenfalls in Kürze eintreffen. なんだ、俺たちが最後か。待たせて悪かった。お仲間のご体調はもうよろしいのですか？ああ、おかげさまで。本場ラザハンの錬金薬はすごいな。いろいろと。慣れれば悪くないですよ。もっとも慣れない方がより良いとは思いますがね。どうか楽になさっていてください。あんたたちがみんな無事でよかった。では改めて、こたびの件について君たちに感謝を伝えたい。塔を消滅させるために奮戦してくれたこと、囚われていた者たちを救い出し、精神汚染を取り除く手はずまで整えてくれた。本当にありがとう。到底及ばぬ言葉に変えて、できる限り多く五魂の霊輪を用意させてもらった。どうかラザハンからの謝意と思って受け取ってほしい。国中の錬金術師が総力を挙げて作った霊輪は都市内にあるアルキミア製薬堂に集められています。手形をお渡ししますので、お帰りの前にお立ち寄りください。こちらこそ感謝いたします。偉大なるラザハンの英知を必ずや世界に平穏をもたらすために使いましょう。でもそれって元はあなたの鱗なんでしょ？痛い思いをさせてごめんなさい。構わないとも。この土地や民が傷つけられる痛みに比べれば全く取りに足らないものだ。竜飛戦争に関わる中で竜と人のさまざまな思いを垣間見ました。住む土地は違えど、七大天竜であるあなたにとって己が苦しみのように思える悲劇も少なくなかったでしょう。それでも人と共にいてくださるのですね。あの戦いが始まった頃、私はすでにラザハンの民と共にあった。どこかで人が竜を殺め、竜が人を切り裂いていたとして、目の前で微笑む者をどうして憎めよう。私は結局兄さんの怒りにさえ応えられなかった。ここで息を潜め、ただ気づいてきたものが壊れないようにと願っていたのだ。大主様、あなたが平和を望んでくれているなら、もう一つだけ聞かせてもらってもいいかしら。
テロフォロイは終末を引き起こすと宣言した。その最悪はかつてこの星が14の世界に分かたれる前にも起こっていたものなのよ。長きを生きる竜として何か知っていることはないかしら。残念ながら、首都ミドガルズオルムは故郷の星を戦乱で追われ、私たちの卵だけを携えて星を渡ってきたそうだ。そしてこの地に到着したとき、すでに世界は分かたれていたと聞く。それ以前のことであれば、父とてハイデリンから告げられない限りは知る由もないだろう。そうなのね。だとするとやはりハイデリンの考え次第か。君たちは星の意志を測りたいのか。だとすれば一つ話せることがあるかもしれない。私がまだ幼かった遠い昔のことではあるが、一度だけなぜこの星を選んだのかと父に問うたことがあったのだ。父は言った。ここが最後に残った希望であったのだと。ハイデリンが屈さぬ限り、ここでなら竜の未来も開けるやもしれぬ、そう考えたのだと。父の言葉は重々しく切実だった。私は真意を追求することもできず、それきりだ。ただ少なくともハイデリンには父が信じるだけの思惑があるのだと私は考えている。貴重な話をありがとう。この戦いの終わりまできっと覚えておくわ。聞きたいことも聞けたなら、そろそろ霊鈴を受け取りに行くとしよう。他の場所ではまだ戦いが続いているわけだからな。それじゃあ私たちは失礼します。また何かあればすぐにご連絡くださいね。ああ、君、待ってくれ。父が、とある人を認めたと伝え聞いた。それが英雄と呼ばれるものであると思う。君のことだろう。やはりそうか。人の輪と竜の輪のそれぞれから噂は聞いていたものでな。私は父と盟約を結んだ人がいるという事実を好ましく思う。けれど同時に案じずにはいられないのだ。君は私が知りうる限りでも運命と力を引き寄せすぎている。良き者も悪しき者もだ。それらは君を安寧のうちにとどまらせてはくれない。困難な試練となって次々と襲い来るだろう。しかし最も恐ろしいのは、君を中心に渦巻く熱が君のそばにいるものを
燃やし尽くしてしまうことなのだ。進むのなら守り抜け。それこそがいつか必ず君自身の力となり希望になる。臆してばかりの私が言うことではないかもしれないが、兄さんや姉さん、血族の竜たち、力ある者の苦しみを数えきれないほど見てきたのだ。だからやはり君にはそれを諦めないでいてほしい。ああすまない、まだ話の途中だっただろうか。あなただけ出てこないから何かあったのかなって思ったんだけど。こちらこそ申し訳がない。ただの雑談だ。君たちの英雄はすぐに解放しよう。戦いの先に君と君が守った者の笑顔があることを願っているよ。Ich will nicht zu neugierig sein, aber worüber hast du mit Ritara gesprochen? Über die Geschehnisse im Turm? Das Problem ist, ich muss jetzt die Story weiterführen, bis ich hier wieder raus bin, weil ich kann hier keine Ätheriten nutzen. Er hat dir also einen persönlichen Ratschlag gegeben? Verstehe. Die anderen waren im Titel von Alchemia auf uns. Komm, lassen wir sie nicht länger warten.